Moin Leute, ja, willkommen zur neuen Let's Play Serie. Ich hab dir überlegt gehabt, welches Spiel wir dann jetzt mal noch so parallel ein bisschen fahren werden. Das werde ich dann eventuell nicht ganz so aktiv spielen wie vielleicht X4, aber ich denke mal so für nebenbei ist das eigentlich ganz gut und tja, gucken wir einfach mal, ne? Was haben wir denn hier alles eingestellt? Ich habe ja eigentlich alles weit hochgestellt an Grafikeinstellungen. So, dann legen wir einfach direkt mal los. Und zwar mit dem, ja, es gibt ja hier noch verschiedene Spielstände von den DLCs oder Add-ons oder keine Ahnung was es war. Weiß ich gar nicht mehr. Wir beginnen einfach mit der Kampagne, also mit dem Grundspiel, sag ich mal. Und ja, legen wir einfach los. Schwierigkeit, ja, keine Ahnung. Machen wir einfach mal auf normal. Und dann gucken wir uns das mal an. Da könnt ihr mir tatsächlich wohl auch noch helfen, da ich tatsächlich in dem Spiel überhaupt gar nichts großartig gespielt hatte. Und dann gucken wir mal. Enzyklopädie-Eintrag. Historische Schiffe. Stolz von Albion. Dieser von John Ferco im Jahr 2932 gebaute Schiffsprototyp stellt ein Meisterstück dar, das auf Bauplänen des Ingenieurs Balaji basiert. Seine Vielseitigkeit in puncto Antriebsleistung und Waffen-, Schild- und Hüllentechnologie hätten ihn eigentlich zu einem erstklassigen Schiff für das Militär gemacht. Das Modell schaffte es allerdings nie bis zur Serienreife, da der Bau der Grundkonstruktion mit erheblichen Kosten verbunden war. Der einzige Prototyp wurde von der argonischen Regierung aufgekauft und spielte eine große Rolle im Terraner-Konflikt und der Plutarch-Revolution in Albion, wo er für den Teladi Pha'alos Disanus Huunas I. registriert war. Zuletzt wurde das Schiff in einem massiven Gefecht gegen die Plutarch Mining Corporation gesehen, wo es wohl schwer beschädigt und anschließend als im Kampf vernichtet eingestuft wurde. Noch ist sie nicht zerstört. Ich denke, da habe ich ein Update für die Enzyklopädie. Enzyklopädie-Eintrag. Revolution in Albion. Sofort nach dem überraschenden, massiven Versagen der Tore im Jahr 2947 unternahm die Plutarch Mining Corporation im Albion-System einen Putschversuch gegen die dort stationierten Streitkräfte der argonischen Regierung. Da die argonischen Verbände keine Möglichkeit hatten, Verstärkung aus anderen Systemen zu erhalten, war es ein leichtes für die Streitkräfte der PMC, sie zu besiegen. Daraufhin richtete PMC eine Übergangsregierung ein. Trotz der seit Jahrzehnten andauernden Trennung vom Tor-Netzwerk gelang es der PMC-Übergangsregierung erfolgreich, Wohlstand, Fortschritt und Sicherheit für alle Bewohner des Albion-Systems zu schaffen. Hinweis: Artikel gesperrt, keine Aktualisierung erlaubt. Ja, das habe ich doch schon tausendmal gehört. Okay. Ja, ich verstehe dich laut und deutlich. Mehrere meiner Systeme sind ausgefallen. Ich muss andocken. Okay. Ja, mal ganz kurz. Also, so, wir sind jetzt hier, glaube ich, schon dieser Albion-Skunk. Ja, das ist halt so ein Nachteil erstmal, ne, von X-Rebirth eigentlich, ne, dass man nur das eine Schiff hier fliegen kann. Was mich auch wohl von abgehalten hat, das bisher eigentlich so zu spielen. Aber wir gucken uns das mal an. Vielleicht wird es ja ganz interessant. Ich glaube, da drüben ist eine Andockvorrichtung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie funktioniert. Du bist dir besser sicher. Ich komme schnell rein. Hey, alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Danke. Wie bist du in dieser Kapsel gelandet? Ich wurde im Highway angegriffen. Es ging alles so schnell. Sie könnten immer noch in der Nähe sein. Du warst das einzige Schiff da draußen.
Wir können zur nächstgelegenen Station fliegen, aber es wird eine Weile dauern. Wenn sie mich verfolgen, dann haben wir ein Problem. Lass mich nachsehen. So, wir sind jetzt hier in unserem Frachtraum. Soweit ich mich erinnere, konnte man hier eigentlich nichts weiter machen. Wenn das ein ausgeklügelter Versuch sein sollte, mein Schiff zu klauen, dann hättest du besser gewartet, bis ich meine Reparaturen abgeschlossen habe. Du machst keine Witze. Das Ding sieht wirklich schlimm aus. Du bist Ingenieur? Techniker. Ich arbeite für Herz von Albion und führe Sicherheitsüberprüfungen in Arbeitsbereichen wie Schiffen, Produktionslinien oder ähnlichen Dingen durch. Yisha Terran. Ren Otani. Und wenn ich mich nicht irre, ist das hier die Stolz von Albion. Du kennst deine Schiffe. Ich habe es hier in der Nähe aufgelesen. Seitdem versuche ich, es wieder in Schuss zu bringen. Ein Spaßvogel dachte wohl, es wäre lustig, die Schiffs-ID zu Albions Gang zu ändern. Ich sollte wahrscheinlich meine Leute wissen lassen, dass es mir gut geht. Damit kann ich dir nicht helfen. Ich bin hier, weil ich nach einem Hochleistungstransmitter gesucht habe. Es ist wohl das Beste, wenn wir zu einer Station fliegen. Wir fliegen weiter, wenn ich die Antriebe etwas aufgewärmt habe. Okay. Ja, die Steuerung. Ja, stimmt, die ist dann auch ein Tick anders, glaube ich. Aber das soll uns jetzt hier nicht zum Problem werden. Also grundsätzlich klappt das doch eigentlich. Aber hier ist mal so ein Tutorial scheinbar. Sorry, Sie spinnt manchmal etwas um. Das passiert eigentlich nur, wenn einige PMC-Schiffe den Highway verlassen. Fast fertig. Wusstest du eigentlich, dass dein Turboantrieb außer Betrieb ist? Ja, der hat noch nie funktioniert. Liegt wohl an... Moment. Wuhu! Wofür war das denn? Das waren Sicherheitskräfte von Plutarch. So eine Provokation direkt vor deren Augen ist eine schwachsinnige Idee. Entspann dich, sie werden nicht so schnell aufholen. Pass auf, ich habe einen Freund auf einer nahegelegenen Station. Bring mich dorthin und wir bekommen die meisten unserer Systeme wieder in Gang. Schau dir das an. Versuch es. Die Manövriertriebwerke sollten jetzt besser reagieren. Ja, sieht doch ganz gut aus. Gerade gucken, wir können uns das Teil ja mal noch von außen angucken. Das ist unser Schiff. Mehr gibt's da auch nicht mehr. Also zumindest mal nicht zum selber fliegen. Es sei denn, ich hätte irgendwas verpasst, aber... Dann werden wir jetzt mal den Turm benutzen. Die Hälfte deiner Systeme befand sich im abgesicherten Modus. Ist sie in einen Kampf geraten? Sie ist so, seit ich sie gefunden habe. Wie wäre es, wenn wir dich zur Station bringen? Ah, die hat hier noch das automatische Rollen drin. Seht ihr das? Mal gucken, ob wir das auch deaktivieren können nochmal. Dann fliegen wir jetzt hier mal in die Highways rein. Die sind im Grunde in X4 nicht wesentlich anders. Und dass man innerhalb des Highways, glaube ich, noch so ein bisschen navigieren kann. Ganz am Anfang zum Release war das ja so ein bisschen... mit so Röhren innerhalb der Röhre, glaube ich. Das haben sie, glaube ich, schon irgendwann nochmal rausgepatcht. Kann sich jetzt hier trotzdem noch bewegen. Man muss hier sogar dann den Schiffen ausweichen, die in der Röhre drin sind. So eine Art Minigame, was allerdings eigentlich ein bisschen nervig war. Ne? Also das hat man in X4 eigentlich komplett rausgenommen. Hat auch eigentlich kein Mensch gebraucht. Dort voraus ist die Ödlandkolonie. Nicht gerade ein Quell der Luxuriosität, aber einladend genug. Ja, dann sollten wir vielleicht noch ein Stück hier mitfliegen. Okay, der hat hier sowieso geendet. So, Reisemodus gibt's hier, glaube ich, nicht. Das heißt, wir haben eigentlich nur den Turbo, ne? Bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, ich habe das Spiel hier nie wirklich gespielt. Da werden bestimmt noch ein paar Sachen kommen, wo ich ein paar Fragezeichen haben werde. Und naja, wir gucken mal. Datenbank des Schiffscomputers hinzugefügt.
So, und wir sollen jetzt hier andocken. Informationen erhalten. Andocken. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Also grundsätzliche Steuerung weiß ich noch, ne, mit Station und so, aber mal gucken, wie weit das hält. Karte. Ödlandkolonie. Die Ödlandkolonie zählt zu den ältesten Einrichtungen in Albion. Ursprünglich ein sehr ertragreicher, gewaltiger Asteroid, der von der Plutarch Mining Corporation im Jahr 2942 kolonisiert wurde. Bis zum Tag, an dem Albion aufgrund des Versagens der Tore vom Rest des Universums abgeschnitten wurde, diente er als inoffizielle Hauptstadt. Du möchtest also, dass ich diese alte Schrottkiste kostenlos wieder zusammenflicke? Es ist nicht allzu viel und ich denke, dass ich mir ein paar Gefallen verdient habe. Du hast einen, genau einen Gefallen. Du machst mehr Ärger, als dass du mir nützt. Okay, Junge, ich bringe dein Schiff in einen vernünftigen Zustand. Das schließt Waffen mit ein. Du sagst also besser niemandem, woher du sie hast. Es gibt hier einige Komponenten, die ich nutzen könnte. Sieh dich nach ihnen um, während ich alles vorbereite. Ich überlasse euch Jungs da mal diese Aufgabe. Okay, also sie macht jetzt erstmal Pause. Und wir sollen jetzt hier ein bisschen sammeln gehen. Ja, dieses... Es gab es dann X4 auch in der März, zum Glück. So. KI da, AGI hier. Was soll der auf? Danke. Wenn wir das hier schon machen, machen wir es lieber richtig. Du solltest an Bord gehen und dich auf einen Testflug vorbereiten. Was kann er uns denn über die... Wie heißt das denn überhaupt? Yisha? Ja, Yisha. Diese Yisha, sie ist nett und alles, aber erwarte nicht, dass die Dinge mit ihr einfach ablaufen. Sie sagte, sie käme von Herz von Albion. Klingt recht anständig. Sicherlich, aber Herz von Albion ist nicht gerade der größte Freund von PMC, oder? Verbringe ein wenig Zeit in ihrer Welt. Herz von Albion wird dich entweder dazu bringen, Wohltätigkeitsarbeit zu leisten... Oder dich zum Cyberterroristen machen. Es wird niemals langweilig. Danke für die Hilfe. Okay, du kannst die Station verlassen. Eingabe Hauptmenü. Okay, Plattform verlassen. Umschalt D, also wie bei X4 eigentlich. Na, ja, die Menüführung. Jetzt gucken wir mal gerade die Karte. Ah, das ist dann tatsächlich nochmal wie in den älteren Teilen. Mit Komma und Punkt. Also wenn man sich jetzt mal hier die Karte anguckt, ne, da hat sich in X4 schon richtig viel getan. Ne? Also wenn man sich hier das Layout anguckt. Naja. Ist aber auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Wobei das Spiel, falls ihr euch daran erinnert, zu Release überhaupt gar nicht spürbar war, bis der erste größere Patch da drauf kam. Das war ein riesen Desaster eigentlich seitens Egosoft gewesen, das Spiel auf den Markt zu bringen mit so vielen Bugs. Aber es hat sich dann mit den Patches nach und nach gebessert gehabt. Systeme sehen gut aus. Waffen arbeiten. Lass uns das Zielsystem einem kleinen Test unterziehen. Okay, Autosave haben wir ja auch. Sollen wir hier... Ah, okay, die Feuertaste ist auch nochmal anders. Probiere am besten mal aus, ob die Waffen funktionieren. Mit dem Bergbaulaser sollte es schneller gehen. Wie schalten wir die denn um überhaupt? Ja, gute Frage, ne? Ah, okay. Boom! Es ist eine Schande, dass du kein Großschiff mit Sammlerdrohnen hast. Die Mineralien in diesen Felsen werden in vielen Industrien genutzt.
Hast du es geschafft, jemanden zu kontaktieren? Ja, sie wissen, dass es mir gut geht. Ich hasse es, eine Last zu sein, aber könntest du mich zu ihnen bringen? Es ist nicht weit von hier. Okay. Klar, wenn man sieht, wie gut die Skunk läuft, ist es das Mindeste, was ich tun kann. Danke. Ich markiere den Ort in deinem Leitsystem. Wir treffen dort ein Herz von Albion-Schiff, das mich aufnehmen wird. So, dann werden wir hier den Highway reinfliegen. Also, was machst du beruflich? Nichts von Dauer. Hier und da ein Job. Eher nur Zeitvertreiber als richtiges Geld verdienen. Ein Freiberufler also? Nicht der schlechteste Job, wenn man genug Arbeit finden kann. Mein Vater arbeitete jahrelang für die Plutarch Mining Corporation. Ich habe erlebt, wie er immer gestresster und gereizter wurde. Daher entschied ich, dass das Unternehmensleben nichts für mich ist. Er ist nicht mehr da, aber er hat mir genug hinterlassen. So kann ich frei entscheiden, was ich tun will. Falls du deine Zeit damit verbringen willst, alte Schiffe, die du findest, wieder instand zu setzen, hast du hier einen Volltreffer gelandet. In der nächsten Zone kreuzt ein Highway. Mache dich bereit, wir sollten jetzt zum anderen Highway rüberfliegen. Erreiche Ausgeglichenheit. Was ich ja ganz nett fand, war hier eigentlich ja, dass die Stationen ja alle so direkt an den Highways sind. Das ist so ein bisschen, ja, Stadt-Autobahn-Leben hier so. Es wurde ja alles, das Konzept ist eigentlich komplett hier nochmal verworfen worden in der Hinsicht. Einfach durch den Reiseantrieb waren diese Entfernungen ja eigentlich so leichter zu meistern. Wobei das mit den Autobahnen ja trotzdem eigentlich eine ganz gute Idee war. Sind wir rausgeflogen, weil uns irgendeiner gerammt hat hier in dem Highway. Ist das, was ich meine? Das ist halt immer ein bisschen nervig, dass hier man hier noch so ein bisschen aufpassen muss. Erreiche aufstrebende Mine. Okay, da hinten sollen wir hin. Gestartet. Oh ne, das wollen wir nicht. Autopilot abgeschaltet. Okay, ja, ich glaube, außer boosten können wir auch sonst nichts machen. Das dort drüben ist Bormans Schiff. Sie erwarten uns. Dies ist Fall Borman für die Albion Skunk. Ich nehme an, ihr habt die Chatterran an Bord. Ren Otani hier. Ja, sie ist hier. Sollen wir andocken? Es tut mir leid, Hisha, aber das können wir jetzt nicht riskieren. Kapitän Otani, in genau diesem Moment überweise ich Ihnen einige Credits auf Ihr Konto. Ich hasse es, so kurz angebunden zu sein. Aber die Zeit wird knapp. Hisha an Bord zu bringen, könnte Sie und andere in Gefahr bringen. Es tut mir leid, aber ich bin doch etwas verwirrt. Sie wollen, dass sie hier bleibt? Ich bin mir sicher, Hisha kann alles erklären. Sie ist mit Ihnen aktuell besser dran als mit uns. Betrachten Sie dies als Passagiertransportauftrag, Kapitän Otani. Ein sehr gut bezahlter. Wir melden uns wieder, wenn dies alles vorüber ist. Was? Ich wusste nicht, dass er dies tun würde. Was nun? Du bist der Kapitän. Was würdest du normalerweise tun? Ich habe einen Frachter nicht weit von hier abgestellt. Wie wäre es, wenn wir dorthin fliegen und du erklärst mir, was das alles soll? Okay, einen Frachter haben wir auch. Fliegen wir mal dorthin. Also hängt das mit den ständigen Reibereien zusammen, die bei jeder Begegnung zwischen Herz von Albion und Plutarch entstehen? Wir tun, was wir können. Plutarch unterhält Operationen, von denen du nicht glauben würdest, dass sie existieren. Ich finde dafür Beweise und bringe sie Borman. Ich fange an zu glauben, dass mir Borman nicht genug bezahlt hat. Vielleicht ist es besser, wenn du nicht alles weißt. Wir sind keine Gruppe Verrückter. Viele Mitglieder von Herz von Albion sind alte argonische Militärveteranen. Sie sind sozusagen die letzten Verbliebenen der argonischen Föderation in Albion. Und dann ist Plutarch nach dem Torversagen an die Macht gekommen. Du solltest froh sein, dass die eine Gruppe wie euch toleriert. Ich würde nur zu gerne sehen, wie sie versuchen, uns auszuschalten. Okay, dann fliegen wir jetzt mal hier zu unserem Transporter. So habe ich das verstanden.
Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Feindliche Schiffe? Sollen wir die mal angreifen hier? Na, da kommen wir gar nicht mehr hin. Okay. Also das von dem Boosterantrieb ist halt schon ein bisschen nervig, weil der saugt halt die Schilde leer und sobald die Schilde weg sind, hat sich das ausgeboostet. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich das noch verbessern wird. Wobei X-Ray Bird ja eigentlich schon sehr belebt ist, ne? Also wenn man sich das hier so anguckt. Relativ viele NPCs und so unterwegs. Aber das wurde ja glaube ich auch schon mit X3 wesentlich besser, ne? Also ich glaube X3 hat es angefangen. Aber auch ein Spiel, was ich gar nicht so viel gespielt habe. Na, vielleicht gehen wir das auch mal nochmal an. Na, vielleicht gehen wir sie alle an. Mal gucken. Hängt so ein bisschen davon ab, wann dann das Release sein wird von X422. Denn sobald ja, das neue Spiel kommt, wird das natürlich direkt hier angeschmissen. Also, wir müssen jetzt nochmal boosten. Sind doch einige Schiffe, die gar nicht so freundlich zu uns sind. Okay, nochmal 600 Kilometer. Das mag ich ja an Spielen überhaupt nicht, ne? Wenn man direkt am Anfang bei so einer großen Welt schon irgendwie komplett einmal durchgerissen wird, ohne dass man jetzt hier mal erkunden kann. Na gut, wir könnten ja theoretisch erkunden, ne? Und dann weiterfliegen. Aber... Na, wir fliegen jetzt erstmal weiter. So, wir müssen. Okay. Erreiche ferner Dunst. Ja, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. So, und das war's dann wieder. Jetzt müssen wir noch mal warten. Wobei die Stationsdesigns finde ich ja trotzdem ziemlich schick eigentlich. Es hat halt, muss man sagen, eigentlich so ein bisschen mehr Atmosphäre, ne? So mit der Autobahn hier, mit der Station. Und das jetzt hier so auf grafischem Level wäre wie X4, dann auch nicht schlecht. Ich bin echt gespannt, was nach X4 kommt, weil wir haben mit X4 doch schon ein relativ gutes Spiel. Und das Einzige, was da noch so ein bisschen Probleme bereitet, ist halt eben die KI. Das weiß Egosoft aber. Ich denke, dass da auch noch was nachkommt. Halt endlich die Klappe, Betty. Erreiche
Sieht so aus, als würde das Syndikat unabhängiger Welten Ärger verursachen. Wir bleiben besser auf Abstand. Wirf einen Blick auf die Karte, um herauszufinden, wohin sie fliegen. Ja. Sie werden zerschossen, hätte ich gesagt. Wir müssen hier nochmal weiter. Können wir da mal drauf schießen eigentlich? Diese Blechschüssel, hä? Ja, wir fliegen mal hier weiter. Ja, wenn man X4 gespielt hat, dann ist man ja doch schon ein bisschen verwöhnt, ne? Also gerade mit Sachen, die eben jetzt hier noch gefehlt hatten. Okay, hier müssen wir nochmal raus, da muss man echt aufpassen. Splitter. Autopilot gestartet. Können wir eigentlich auch den Autopilot nutzen? Oh, der geht auch mit Boost. Ja, und wir haben eine Belohnung hier irgendwie erhalten. Irgendwie, keine Ahnung. Vielen Dank, dass Sie sich so fachmännisch um unsere Feinde gekümmert haben, die unsere Station angriffen. Okay, wir haben ja Ruf bekommen. Na, das ist doch schon mal was. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Ruf hier eine große Rolle spielen wird. Für Schiffskauf etc. Das war ja auch schon wesentlich früher so der Fall gewesen. Ich finde die Sektoren halt schön gemacht, ne? Sie sind halt schon echt cool teilweise. Vor allem gibt es hier irgendwo noch Sektoren mit einer Sonne. Und dann kommt man halt durch diese Highways immer näher zur Sonne. Und das macht es halt irgendwie auch realistisch so von der Fortbewegung her, ne? Ah, da hinten ist unser Schiff. Ja, fliegen wir da mal hin. Ist sie. Ich kann nicht sagen, dass ich sie häufig zum Handeln benutzt habe. Konnte nie eine richtige Mannschaft finden. Hast du Gesellschaft erwartet? Gehören diese Drohnen dir? Nein, das kann ich nicht bestätigen. Sie kommen auf uns zu. Sieht nach Drohnen vom Syndikat unabhängiger Welten aus. Hast du auch mal einen ruhigen Tag? Okay, wir regenerieren erstmal kurz unseren Schild. So. Wenn uns das jetzt hier gelingt. Sind eigentlich mit unseren. Ja, sieht auch ganz gut aus. Na, guck mal, die sind sogar helfen gekommen. Du solltest das Schiff in Bewegung setzen. Eine Entertruppe ist vielleicht schon auf dem Weg. Ich schätze, sie haben ein Schiff hier herumliegen sehen und dachten sich, es sei einfache Beute. Wir sollten die naheliegende Station besuchen. Es gibt dort für gewöhnlich einige sehr fähige, freiberufliche Kapitäne, die nur darauf warten, das Kommando über ein Schiff zu übernehmen. Lass mich raten. Du kennst den passenden Typen? Nicht ausdrücklich, aber ich denke, dass ich dir die Richtung weisen kann. Bin ich froh, dass sie dieses Gesocks in die Flucht geschlagen haben. Sie haben sogar überlebt.
Ich nehme an, dass Sie jetzt Ihre Bezahlung wollen. Okay, Ruf haben wir auch bekommen. Ja, was sollen wir denn hin eigentlich? Ah, jetzt müssen wir direkt hier schon zu einem Techniker, oder wie? Sieht so aus, als würden der Datenbank Informationen über lokale Objekte fehlen. Du solltest Informationen über Objekte wie Stationen sammeln können, wenn du nah an ihnen vorbeifliegst. Erreiche Wassertor. Okay, dann machen wir das mal. Wobei wir sollen ja erst immer hier noch weiterfliegen. Was meint ihr denn mit nah vorbeifliegen? Ah, stimmt, das waren hier diese Infopunkte auch zum Teil, ne? Ja, das war mega nervig gewesen. Das weiß ich noch. Kann auch sein, dass sich das gebessert hat mit den Patches, keine Ahnung. Ich glaube, die Range wurde ein bisschen optimiert. Du solltest Informationen über Objekte wie Stationen sammeln können, wenn du nah an ihnen vorbeifliegst. Es ist möglich, Rabatte zu finden, die sich später lohnen können. Splitter. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Jetzt sehen wir nämlich auch die Highways, wie man hier so rund fliegen kann. Und wir sind hier auch eben, naja, das ist jetzt die Systemkarte. Wir sind vom einen in das andere System geflogen. Und dann sind hier wieder so Unterzonen, ne? Oder wie nennt sich das? Ja, Sektoren. Sektoren innerhalb des Systems. Okay, dann sollen wir hier andocken. Du solltest andocken und nach einem Kapitän suchen. Andockposition zur Datenbank des Schiffscomputers hinzugefügt. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Okay, dann sind wir jetzt angedockt. Sei nicht schüchtern. Versuche jemanden anzusprechen. Glaube nicht alles, was sie sagen. Besonders nicht, wenn sie mit ihren Qualifikationen prahlen. Wenn ich jemanden einstellen oder ein gutes Geschäft abwickeln möchte, versuche ich ihm zu schmeicheln. Und das ist auch so ein kleiner Nachteil von X-Rebirth, ne? Man sieht hier eigentlich nichts, ne? Also man sieht hier außen, welttechnisch überhaupt nichts. Das wurde in X4 alles ganz neu eingebracht. Was auch gut so war. Und ja, jeder Andockvorgang ist halt hier irgendwie gleich, ne? Das ist halt durch das eine Schiff bedingt halt ein bisschen einseitig, ne? Das wurde aber schon wesentlich verbessert. Anfangs muss man da relativ viel auf den Stationen rumrennen, für all Mögliches. Während du da draußen bist, halte Ausschau nach Kisten mit nützlichem Inhalt darin. Wenn es nicht abgeschlossen oder festgenagelt ist, nimm es mit. Was ist los mit dir? Wenn es dir nichts ausmacht, dreckig zu werden, werf auch einen Blick in die Luftschächte. Okay, super. So, mit der können wir auch springen. Und ich würde sagen, für die erste Folge ist das erstmal ganz okay. Na, guckt mal, hier können wir X spielen. Und X, der erste Teil hier können wir hier spielen tatsächlich. Das ist doch cool. Ja, aber ansonsten machen wir hier einfach in der nächsten Folge weiter. Für den Einstieg hat das erstmal gereicht und ja, mal gucken. Ich denke, dass diese Let's Play Serie dann nicht ganz so häufig in den Intervallen kommen wird wie X4, weil ja, mal gucken, wie ich Lust drauf habe, ne? Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.